nicht. Es ist jetzt faktisch gesehen 2,5 Jahre her, dass du mit wenig Geld, einer abgeschlossenen Krankenpflegeausbildung, lebend in Linz, Österreich, vor mir standest und gesagt hast, du willst diesen Weg gehen. Und 2,5 Jahre später kann man sagen, verbuchst du als Ein-Mann-Armee mit einem kleinen Team, ja, mal mehr, mal weniger Leute, können wir vielleicht gleich drauf eingehen, hohe sechsstellige Umsätze im Jahr. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview heute mit Dominik Hofer, live aus Österreich. Und Dominik ist ein ganz besonderer Gast und auch mittlerweile Freund und Kollege. Insofern, dass Dominik und ich uns 2019 im März zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind. Das war in Linz auf einem Event, also auf meinem Seminar zum Thema Social Media Marketing, wo er zu mir gekommen ist und gesagt hat: Nick, ich habe jetzt meinen ganzen Mut zusammengefasst. Ich traue mich. Ich habe eines deiner Programme, die Social Media Agentur Academy, irgendwie mit 3, 4, 5 Leuten gekauft. Keiner von denen mehr macht irgendwas damit. Ich will aber unbedingt was daraus machen. Darf ich bitte in die Live-Calls kommen? Hoffentlich schlägst du mich jetzt nicht. So ungefähr Ja, hat sie kein kam es Problem. rüber und ich war so: Ey, cool, dass du sagst. Ja, natürlich, bitte komm in die Live-Calls, wenn du was daraus machen willst. Ich bin da, um dich zu unterstützen. Ja, und was daraus geworden ist, darf Dominik gerne selber erzählen. Deshalb, Dominik, stell dich doch gerne kurz vor. Insofern, vielleicht knüpfst du an so an 2019 März. Wo standest du da in deinem Leben? Was ist da passiert? Wo warst du? Wie kam es, dass du gesagt hast: Nick, ich möchte jetzt meine Agentur gründen, ich möchte digitales Marketing machen, Unternehmensberatung in diesem Bereich. Und dann lass uns von dort Stück für Stück weiter nach vorne gehen, was seitdem passiert ist. Ja, klar, gerne. Also, ich glaube, es macht Sinn, das Pferd irgendwie ein bisschen von hinten aufzusatteln, ne? Damit man auch die ganze Story so ein bisschen versteht. Ich bin irgendwie mit 16 Jahren in den Vertrieb eingetreten, hatte es nicht mit Social Media oder sowas zu tun gehabt, generell das Produktnetwork, ne? Und da ist dann irgendwie so ein bisschen die Erfahrung und auch dieser Gedanke entstanden: Hey, du kannst dir halt dein Leben selber malen, so wie du es haben willst, ne? Und brauchst halt nicht einen 9-to-5-Job oder, sage ich jetzt mal, das klassische Hamsterrad zu führen. Und da ist halt immer ein bisschen dieser Gedanke dieser Freiheit entstanden, ne? Dieser Selbstbestimmtheit und dass ich halt wirklich der Schaffer meines eigenen Lebens bin. Dann war es aber so mit 16, ne? Hast du halt offiziell irgendwo ein bisschen so eine Grauzone gewesen, ne? Der Vertrieb hat dann auch nicht funktioniert. Und dann habe ich halt klassisch technischen Beruf gemacht, war dann in der Krankenpflegeschule, ne? Habe da auch als Krankenpfleger diplomiert. Aber irgendwie war immer dieser Restgedanke, was du halt von diesen Vertriebsschulungen da so mitbekommst, ne, hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und dann bin ich halt vor der Entscheidung gestanden: Okay, das war dann 2018, ne, gehe ich jetzt ins Krankenhaus? Da war dann dieser Diplom-Abschlusslehrgang, ne, und habe ich mich entscheiden können: Okay, gehe ich jetzt ins Krankenhaus oder mache ich irgendwie mein eigenes Ding? So. Und da habe ich dann irgendwo, keine Ahnung, hat einfach eine Stimme gesagt: Hey, du willst das eigentlich nicht, ne? Also von der Krankenpflege her, cooler Job, ne? Hat mir auch extrem Spaß gemacht, dass Menschen mitarbeiten, zwischenmenschliche Beziehungen, alles cool. Aber irgendwie habe ich gemerkt: Okay, wenn ich den Schritt jetzt gehe, dann bin ich auch der Beste in dem Beruf werden. Aber dann bleibe ich sicher die nächsten 10, 20 Jahre im Krankenhaus. Und das war einfach nicht das Leben, was ich mir erhofft hatte, ne? Oder einfach gewusst habe: Hey, das ist einfach nicht mein Ding. Und dann bin ich einfach raus, ne? Schnurstracks. Keine Kohle, weil ich bin von daheim ausgezogen. Ich hatte da in so einem Schwesternhochhaus, nennt sich das bei uns, gewohnt, ne? Immer Party gemacht ein bisschen und halt alle Kohle verbrannt, was ich gehabt habe. Und da bin ich einfach blindlings drauf los, haben wir wieder ein Produktnetwork gestartet. Das hat dann wieder nicht funktioniert, vom RevShare-Programme über Kryptos und sowas. Haben wir es dann einfach wirklich durchgetestet, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gecheckt habe, dass das Geld eigentlich wegen mir nie neu gedruckt wird, ne? Das heißt, nur weil ich jetzt da bin und sage: Hey, ich will Kohle haben, ne, wird das Geld wegen mir nicht neu gedruckt. Ich brauche irgendeine Dienstleistung, wo halt irgendein anderer, in dem Fall der Kunde, bereit dafür ist, dass er mir Geld zahlt, das langfristig und auch ein gutes Gefühl dabei hat. Und dann bin ich halt zum Grübeln angefangen. Da war das halt schon mit Social Media und Instagram, ne? Und in Linz, wenn ich mir dann ein bisschen die ganzen Firmen angesehen habe, da hat dann noch keiner einen Auftritt gehabt, ne? Dann habe ich mir gesagt: Okay, cool, machst du halt einen Instagram-Kanal für 1.000 € im Monat für eine Firma.
das machst du fünfmal, ne, hast du 5.000 Euro und kannst irgendwie so easy leben. Dann habe ich das gestartet, war dann doch irgendwie nicht so easy. Und dann bin ich eben auf dich gekommen. Ne? Also ich habe dich schon vorher gekannt, eben durch einen Freund damals. Und da habe ich auch mitbekommen, dass du den Kurs hast. So, aber halt keine Kohle. Ne? Dann habe ich gesagt, hey, ich weiß, ihr habt euch den Kurs gekauft und ich weiß auch, dass ihr den nicht mehr anseht. Ich gebe euch, keine Ahnung, 50 Euro oder so habe ich gegeben und damit ich ihn nicht in deinen Kurs reinspammen kann. Und da war eben dieser Punkt, ne? Die wöchentlichen Live-Calls am Mittwoch. So. Und ich habe da diese Briefmethode gemacht, ne, für die erste Akquise und bin aber irgendwie nicht weitergekommen, weil dann habe ich den ersten Kunden gehabt und wusste, oh scheiße, ich habe eigentlich keinen Plan, was ich mache, wenn er vom Marketing, ne, der hat zu mir gesagt, okay, mach Video, mach einen ganzen Auftritt, ne, alles drum und dran, vielleicht ein bisschen Webseite bearbeiten und ich bin gerade, keine Ahnung, 3 Monate mit der Krankenpflegeausbildung fertig geworden, hat halt null Plan. So, habe gedacht, oh scheiße, ne, was machst du jetzt? Ich muss irgendwie mich in die Live-Calls am Mittwoch bei dir reinschummeln. Und dann hat es eben gut gepasst, dass du am besagten Tag in Linz warst. Und dann eben zu dir hingegangen und gesagt, hey Digga, habe mich reingespammt, aber ich habe wirklich Bock. Ne? Ich will diese Freiheit und diese Selbstbestimmtheit haben. Und ja, habe ich halt jetzt immer noch. Und daraus ist das Ganze dann entstanden. Ne? Ja, also mega cool gewesen, weil du warst dann ja tatsächlich in den Live-Calls drin und dann kann ich mich erinnern, ging es los mit, hey, hör mal, ich habe jetzt irgendwie einen Yachtverleih oder ich weiß nicht, was war es ein Yachtverleih als ersten Kunden, oder? Und du hast dich gefragt, was soll ich da machen? Und wir so, okay, das geht ja schon mal echt gut los, also positiv, aber natürlich so ein bisschen so, wow, ein Thema, ein Yachtverleih in Linz, wir haben gerade irgendwie März, April, Gottes Willen, was sollen wir da jetzt groß machen? Und da hast du dich auch ein bisschen ausprobiert. Ich weiß gar nicht, was ist aus dem Kunden geworden? War es ein Erfolg oder war das so ein klassisches, okay, ich habe mich ausprobiert und es wurde nichts? Also de facto ist eigentlich gar nichts geworden. Also schon von Anfang an nichts. Also es hat dann einfach nicht stattgefunden. Tatsächlich, der erste Kunde war dann ein Autohaus. Ne? Stimmt. Ja, das ist dann eigentlich gar nichts geworden. Zweite Kunde, also der erste wirkliche Kunde war dann tatsächlich ein Autohaus. Ne? Der zweite war dann ein Fitnesscenter. Ne? Das halt immer so blindlings Akquise gemacht. Ne? Ich habe halt eben diese Lupe genommen, ne? Eben wie du als Akquise-Methode gesagt hast, irgendwie reingeschrieben, ne? Deine Internetpräsenz ist nicht mal mit dieser kleinen Lupe in einen Brief gepackt und keine Ahnung, halt 200 Mal rausgesendet, Loom-Videos gemacht. Die schaue ich mir jetzt noch gerne an. Also ist echt geil, so bisschen Revue zu passieren lassen, aber das waren halt die Anfänge, ne? Und dann halt irgendwo nach dem zweiten, dritten Kunden war halt diese Benchmark, wo du sagen kannst, hey, jetzt kann ich das Ganze halt wirklich, sage ich jetzt mal, auch ohne große Kopfschmerzen, ne? Weil das war ja auch ein Thema immer, gerade zum Bezug, wenn du gesagt hast, es soll, sage ich jetzt mal, neue Leute motivieren, in den Kurs zu kommen und sich dafür zu entscheiden, ihr eigenes Ding zu machen. Das war schon irgendwie prägend, weil du sitzt da alleine im Büro, ne, hast du eigentlich keinen Plan, weißt du, okay, du hast null Kohle, du hast eine Ausbildung abgeschlossen, deine Eltern sagen müssen, hey, ich habe zwar jetzt 3 Jahre das gemacht und vorher 4 Jahre Maschinenbau, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf gar nichts. Ne? Ich mache jetzt irgendwas im digitalen Bereich, wo ich eigentlich null Plan dafür habe. Ne? Und dann sitzt du halt im Büro und dann siehst du halt, okay, Kohle ist knapp, ne? Gibt es halt ein paar Monate nur Nudeln mit Soße, ne? Wie es halt bei mir der Fall war, weil kannst du ja zu keinem gehen, wenn ich zu meinen Eltern gegangen wäre, was mich aber immer unterstützt haben, ne? Aber die haben gesagt, hey Dominik, dann gehst du halt ins Krankenhaus, ne? Hast ja eine abgeschlossene Lehre, also was, ne? Also das war ein bisschen so ein Drive, ne? Nie war wer selbstständig wirklich. Und das war irgendwie schon prägend, aber die Zeit habe ich gebraucht, weil in der Zeit habe ich einfach bemerkt, und das war das wirklich Prägendste, was ich auch jetzt immer noch mitnehmen kann, ich brauche keinen anderen, ne, um de facto erfolgreich zu werden und brauche mich auf keinen anderen verlassen, sondern eigentlich nur auf mich selber. Weil wenn ich wirklich an mich selber glaube, ne, dann kann ich alles schaffen ohne irgendeinen anderen. Und das war das Prägendste, weil ich mich immer angeschissen habe, hey, ich kann das nicht alleine, ne, ich brauche da mega Unterstützung. Also es ist nicht in Bezug aufs Coaching, sondern in meinem Mindset selber drin. Und wie da der Schalter gefallen ist und mir gedacht habe, Alter, eigentlich brauche ich keinen außer mir selber. Das war dann irgendwie so ein bisschen dann die Startrampe für das weitere Vorgehen. Ja, genau. Ja, weil du hast ja, und dein Weg ist ja bemerkenswert von der Geschwindigkeit her, wie du den gegangen bist, weil wir sprechen gleich mal darüber, was sich alles bei dir getan hat. Aber nichtsdestotrotz
der gleiche Weg, den auch ich gegangen bin, der gleiche Weg, den viele andere gegangen sind. Und zwar fängst du an, mit erstmal mit vielen Leuten zu reden und dann gibt es ganz viele erste Kunden, die dann aus denen doch nichts wird erstmal, weil die dann doch abspringen. Und dann gibt es tatsächlich mal die ersten Kunden, die auch zahlen. Die zahlen ein bisschen wenig. Man traut sich auch nicht wirklich, die richtigen Summe zu nehmen. Man holt sich da auch so eine Mammutarbeit nachher rein, wo es dann heißt, irgendwie vermarkte jetzt mal bitte dieses Glas oder diesen Bleistift. Und du denkst, um Gottes Willen, was soll ich denn da jetzt groß machen? Und bei dir war es ja einmal ein richtig cooles Restaurant und dann auch noch ein Autohaus, was aber in einer Parkgarage war, in einem Parkhaus, ne? Ich erinnere mich daran. Und du saßt dann in Ibiza auf der Mastermind, auch da hast du wieder mit dein Erspartes zusammengekratzt, hast gesagt, du kommst dahin. Und dann war die Quintessenz daraus war, ey Dominik, saugeil, was du bis hierhin gemacht hast, verstehst aber bitte richtig, ist trotzdem ein bisschen scheiße, jetzt geh mal bitte diesen Weg hier und sammel dich mal. Schau, dass du straighter wirst, direkter, du kannst es, du hast es drauf. So, und dann auf einmal ging es bei dir voll los, sodass du auch richtig davon leben konntest und auch richtig coole Kunden und Partnerschaften aufgebaut hast. Und immer wieder, wenn ich dich angerufen habe oder dir geschrieben habe, was bei dir läuft, warst du beschäftigter als ich, konntest keine Termine wahrnehmen, konntest nicht kurz rangehen oder sonst was. Also ich bin in Budapest, ich bin jetzt in Dubai, ich bin jetzt auf Zypern, ich bin jetzt hier, ich habe da was. Und das würde mich interessieren, gib uns doch gerne ein bisschen Einblick. Was hat sich bei dir alles getan nach der Ibiza Mastermind? Von Nudeln mit Soße und so ein paar, ich sag jetzt mal, Kleinkunden, wo du, so was so ein Hin und Her irgendwie ist, zu, hey, du kannst richtig davon leben, du hilfst auch richtig, du unterstützt richtig, du baust richtig Einfluss, Freiheit und Vermögen auch auf. Also eben, wie du schon gesagt hast, das Ibiza-mäßige, na, das war halt wirklich auch prägend insofern dieses, wie soll ich sagen, diesen Preis nicht sagen können, ne? Dieses Mammut nachziehen, ne? Also hast du mir aus der Seele gesprochen, ne? Wenn manchmal nimmst du solche kleinen Aufträge, wo du weißt, das ist jetzt die Büchse der Pandora gewesen, ne? Aber du machst es halt einfach, weil es der Anfang ist und irgendwo gut so. Aber es hat sich einfach irgendwie die Art und Weise zu arbeiten verändert. Ne? Es hat sich irgendwo die Akquise verändert. Es hat sich auch irgendwo die Empfehlung verändert. Ne? Also ich kann so von mir selber sagen, mein Kreis ist eigentlich nur aus Empfehlungen vom Kunden entstanden. Und einen riesengroßen Teil, ne, habe ich auch dem Markus zum Verdanken. Das ist ein Geschäftspartner. Mit dem bin ich ja Ende 2019 nach Dubai geflogen und habe dort ein Aftermovie gemacht für sowas Incentive. Ne? Und das war dann auch der Punkt, ne? Dieser Weg bis zu Dubai, ne? dieser Weg der Entwicklung hat dann irgendwie relativ gut gepasst mit dem Ereignis per se, weil dann natürlich auch ein anderes Klientel dort war, ein anderes Umfeld, ne? Mit denen ich mich eigentlich relativ gut connected habe. Und aus diesem Umfeld, aus dem einen Incentive praktisch, ist dann irgendwo die weitere Fahrt passiert. Weißt du? Aber irgendwo die Vorarbeit vorher war extrem wichtig, um dort in Dubai dann praktisch mich gut connecten zu können. Ne? Auch das Networking einfach vernetzen, ne? Gute Gespräche führen und einfach, sage ich mal, einen guten Eindruck zum Hinterlassen, ne? Wenn du es mal so haben willst. Und ab dann ist es eigentlich losgegangen. Ne? Dann habe ich mehrere Kunden gehabt und da einfach brutal abgeliefert, ne? Also wirklich alles gegeben. Und aus diesen Empfehlungen, ne? Diese Empfehlungen von den Empfehlungen, ist dann eigentlich das Netzwerk kontinuierlich gewachsen. Also eigentlich relativ unspektakulär, natürlich in dem Ganzen drinnen, ne, sind Abermillionen Sachen passiert. Aber eigentlich war es die Entwicklung bis nach Dubai, ne, dann ein neues Umfeld und ein neues Netzwerk dann gehabt und dementsprechend auch neue Kunden. Und von den Empfehlungen aus diesen Kunden, ne, ist dann halt praktisch der ganze Kundenstamm hat sich da entwickelt und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ne? Ja, du hast schon gesagt, dazwischen sind Millionen von Sachen passiert. Und lass uns doch mal gerne so ein bisschen die Meilensteine mit den Erkenntnissen rausziehen. Also Meilenstein 1 für dich war in dem Sinne, erstmal loszulegen, die ersten Kunden aufzubauen. Der zweite Meilenstein war dann, wir waren auf Ibiza und dann für dich so die Erkenntnis, warte, ich muss mehr Klarheit reinbringen, ich muss anders arbeiten. Dann hast du da geschafft, relativ zügig auf 10.000 Euro Verdienst zu kommen. Und dann warst du
bist du nach Dubai gegangen, hast dann einen richtig coolen Auftrag gekriegt, ein Video zu drehen, das Marketing zu machen und bist dadurch dann in andere Kreise, in andere Netzwerke gekommen. Und jetzt lass uns mal die weiteren Meilensteine in dem Leben von Dominik Hofer auseinanderziehen, weil hier an der Stelle hast du ja auch irgendwo dann nochmal so einen Zwischenweg eingeschlagen, und zwar darin, dass du angefangen hast, selber auch Online-Shops für dich aufzubauen und mit denen zu arbeiten. Also ja, bezüglich Online-Shops war dann irgendwo der Punkt da, ne, wo wir halt viel Agentur gemacht haben. Ich fange nochmal vorher an. Viel wichtiger ist dieser ganze Freiheitsgedanke. Ne? Das habe ich am Anfang gesagt. Ne? Ich habe ja diese Entscheidung getroffen, weil ich wirklich de facto frei sein wollte. Und dann ist halt diese Idee entstanden, hey, unsere eigenen E-Commerce-Stores mal zu launchen. Ne? Da haben wir Supplier gehabt in China, ne? Die ganzen Anbindungen, alles drum und dran. Das ganze große E-Commerce-Business-Geschehen ist auf einmal ein bisschen klarer geworden. Ne? Wir haben halt gesagt, hey, wir versuchen es mal mit dem Online-Shop und gehen dann einfach raus. Und da ist irgendwo dann die Erkenntnis gekommen, ne, dass du halt nicht mehr so physisch irgendwie so abhängig bist von deinem aktuellen Standort, wie du es halt mit einer Agentur bist oder unter Anführungszeichen warst, in meinem Fall. Ne. Ich habe sehr viele Offline-Kunden gehabt, ne, und habe sehr viele Offline-Termine gehabt. Und somit habe ich mich automatisch immer ein bisschen an dem Standort gebunden gefühlt, an dem ich war. Ne? Auch wenn ich jetzt sagen konnte, hey, okay, wir machen Zoom-Calls, aber die Kunden haben halt sehr darauf beharrt, immer diese Termine persönlich zu machen. Ne? Und das hat mich aber irgendwie ein bisschen gehindert davon, einfach mein Ding zu machen und einfach sagen, hey, ich bin jetzt 3-4 Monate im Ausland, ne? Weil ich mich dann natürlich wieder irgendwo ein bisschen gefürchtet habe und mir gedacht habe, hey, jetzt habe ich mir einen Kundenstamm aufgebaut. Wenn die aber sagen, es ist ihnen ein dringliches Anliegen, dass ich mich mit denen persönlich treffe, ne, und ich aber dann 4 Monate weg bin, dann war das irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl und ich habe mich nicht 100% wohl dabei gefühlt. Und im E-Commerce ist dann halt diese Entwicklung passiert, dass ich mir gedacht habe, hey, es ist eigentlich scheißegal, wo ich bin auf der Welt. Ne? Wenn ich einen Laptop habe und einen Strich WLAN, kann ich meiner Arbeit nachgehen und irgendwo so mein Einkommen produzieren. Ne? Habe halt die Agentur aber irgendwie so ein bisschen nie liegen gelassen, weil es einfach eine gute Einkommensquelle war und einfach immer am Ende vom Tag das Brot auf den Tisch gebracht hat. Ne? Haben wir eh auch viel gesprochen, ne, über das Thema E-Commerce und Agentur. Und du hast schon recht gehabt, dem Gedanken so nicht 100% E-Commerce, trotzdem immer noch ein bisschen die Agentur im Hinterkopf zu behalten. Jetzt ist es einfach so, dass ich ja eine gewisse Balance habe aus E-Commerce und Agentur, einfach diese zwei Einkommensströme, kann man sagen. Ne? Und ja, das ist eigentlich das Ding, was ich mache. Und Corona hat halt mir de facto sehr viel in die Karten gespielt, weil durch das natürlich auch die Kunden bemerkt haben, hey, man kann eigentlich alles remote abhalten. Ne? Man braucht nur in den Zoom-Call reinzugehen und kann eigentlich alles besprechen, wo die vorher halt ein bisschen festgefahren waren und gesagt haben, hey, wir sollen uns unbedingt treffen. Ja. Also dieser Drive, ne, hat dann eben zu dem Punkt geführt auch, wo ich es dieses Jahr jetzt nicht geschafft habe, aber mir selber das erste Mal gesagt habe, jo, du gehst jetzt weg, ich habe das Jahr sicher mehrere Tage im Ausland verbracht und geschlafen, wie in Österreich de facto, ne? Weil ich einfach sehr viel unterwegs war. Und das war eben halt dieses erste Jahr nach selbstständig werden, wo ich es mir halt ein bisschen nicht bewiesen habe, aber mir gezeigt habe, okay, das ist mein Leben, das ich wirklich führen will, ne? Frei zu sein, machen können, was du willst, unter Anführungszeichen, halt einfach nicht gebunden sein, um eine schöne Zeit mit coolen Leuten zu verbringen. Ja, voll. Und das Ding ist, wenn man, es ist halt so krass, wie selbstkritisch man irgendwann wird und wie man die Relationen verliert. Na, weil wenn wir uns überlegen, Dominik, wir haben jetzt gerade den 20. September 2021, es ist jetzt faktisch gesehen 2,5 Jahre her, dass du mit wenig Geld, einer abgeschlossenen Krankenpflegeausbildung, lebend in Linz, Österreich, vor mir standest und gesagt hast, du willst diesen Weg gehen. Und 2,5 Jahre später, kann man sagen, verbuchst du als Ein-Mann-Armee mit einem kleinen Team, ja, mal mehr, mal weniger Leute, können wir vielleicht gleich drauf eingehen, hohe 6-stellige Umsätze im Jahr. Hast dir eine zweite Einkommensquelle aufgebaut, dir dieses Jahr zum ersten Mal bewiesen, dass du wirklich eine lange Zeit auch im Ausland verbringen kannst. Und das ist alles in 2,5 Jahren passiert, also in einer kürzeren Zeit als deine Ausbildung zum Maschinenbauer und Krankenpfleger. Und du sitzt halt trotzdem auch so selbstkritisch immer noch da und sagst jetzt so, ich weiß nicht, und hier, ich muss es mir beweisen. Und man verliert voll die Relation einfach.
Man verliert die Relation zu Geld, man verliert die Relation zu den Möglichkeiten, zu den Freiheiten, die man hat, so ein bisschen. Was aber auch irgendwo dieser Grundunzufriedenheit geschuldet ist, ne, mit der man jeden Tag aufsteht und sagt, ich will besser werden, ich möchte wachsen, ich möchte was tun, ich möchte was optimieren und natürlich auch der mehr Zeit, die man hat, um auch Dinge zu finden, die noch nicht so durchoptimiert sind oder noch nicht so perfekt sind, wie man es möchte. Aber man trotzdem dann immer wieder für sich feststellt, hey, geil, was ich für ein Leben führen darf, oder? Oder geht es dir da nicht so? Ja, absolut. Doch? Ja, ja. Genau so. Und dabei interessiert mich, was waren so wirklich für dich die aufregendsten und spannendsten Erlebnisse, die du hattest, also positiv wie negativ jetzt in den letzten 2,5 Jahren, was, keine Ahnung, bestimmte Kunden, bestimmte Projekte, irgendeine Reise, gib mal da gerne ein bisschen Einblick, deine ersten Mitarbeiter oder whatever. Also ich glaube, das ist immer so, wie soll ich sagen, es sind viele kleine Sachen, die das Große dann zum Ganzen machen, ne? Also es hat jetzt nie wirklich so mega Verluste gegeben, ne? Oder so brutal coole Sachen. Es war eigentlich trotzdem eine Konstante, ne? Die was halt einfach ein bisschen nach oben und unten ist. Also ich habe jetzt keine Ausreißer gehabt drinnen, ne? Aber ja, es waren dann schon solche Sachen, ne? Wo du halt mal ein bisschen von diesem Selbstständigen ein bisschen wirklich in dieses Unternehmertum kommst, das erste Mal ein bisschen disponieren musst, ne? Nicht mehr der bist, der alles macht, sondern ein paar Leute hat. Ich habe auch Mitarbeiter gehabt, habe mich aber irgendwie dann dafür entschlossen, nur noch eine Mitarbeiterin zu haben, ne? Und einfach die ganzen anderen Sachen outzusourcen. Weil wir waren ein Kreis von vielen Leuten, die wir selber selbstständig waren, auch in meinem engen Bekanntenkreis dann nachher. Und es hat einfach irgendwie viel besser gepasst, ne? Wir einfach als Team an einem Projekt gleichzeitig zusammengearbeitet haben, aber so irgendwie nie welche Angestellten gehabt haben. Ne? Wenn mal was war, dann hat man sich halt wirklich über Freelancer-Plattformen, Upwork oder sowas, ne, kurzen Contract gezogen, ne, oder irgendwelche Programmierer ins Boot geholt, wenn es mal gebrannt hat. Und das war irgendwie auch, wie sage ich mal, ein großes Learning, weil du hast dann entscheiden müssen, okay, brauche ich ein Büro, brauche ich kein Büro, ne, muss ich raus, ist es jetzt wichtig für mich oder nicht, ne, dann stehst du jeden Tag auf, sitzt dich bei dir zu Hause ins Büro, ne, dann fangst du ein bisschen an zum Rumlungen, ne, dann musst du dich wieder motivieren und Sport machen und dann gehst du raus, ne, dann stellst du vielleicht einen Mitarbeiter ein, dann siehst du, okay, das ist vielleicht nicht das Beste, ne, dann fügst du dir aber einen Kreis mit coolen Leuten und irgendwie so in dem Drive, ne, hat sich dann halt alles gefügt. Also es ist jetzt schwer, wirklich so Schlüsselmomente zu nennen, ne? Weil die hat es jetzt so prima nicht gegeben, sondern es war einfach eine Konstante an Erfahrungen und Learnings, ne? Manchmal gut, sicher ist oft was Blödes passiert, ne? Und sicher hast du dich oft gefreut, wenn du coole Resultate hattest, der oder einfach Kunde happy war oder du einfach Erfolge mit deinem Team feiern durftest. Aber diese ganzen Sachen, ne, diese Entwicklungen, die Probleme, was du dann hast, ne, und das sind auch so ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel dann bei uns im E-Commerce, ne, die ganzen Zahlungsanbinder, ne, dann werden die Zahlungsanbindungen wieder gesperrt. Ne, dann suchst du da 100-mal eine Lösung. Aber es ist irgendwie so ein kontinuierlicher Problemlösungsprozess mit einfach so kleinen Erfolgsmomenten, wenn du es dann geknackt hast. Und so ist die Kurve halt eigentlich jetzt kontinuierlich die letzten paar Jahre nach oben gegangen. Ne? Ja. Und in diesem Prozess ist dann auch die Veränderung passiert. Eben weil du sagst, ne, man sitzt dann trotzdem so selbstkritisch da, ne, ist halt einfach vielleicht die Sache, weil du zwar irgendwo dann wieder im Bett liegst und dir denkst, Alter, geil, ich habe wirklich ein cooles Leben und das denke ich mir oft auch wirklich, ne, aber wenn du irgendwie so festgefahren bist in Projekten und in 1000 Tasks, ne, dann siehst du das halt irgendwie nicht. Und musst halt trotzdem ein bisschen aufpäppeln und dir sehen, was einfach in der Zeit passiert ist. Und da ist dann, glaube ich, auch diese ganze Veränderung passiert. Ne? Voll. Ja, und es freut mich und es ist so schön, jedes Mal mit dir zu quatschen und zu sehen, wie ambitioniert, wie du immer noch unterwegs bist. Nicht immer noch, es ist eine kurze Zeit, aber du sagst immer höher, schneller, weiter. Ich habe Bock, ich habe Pläne, ich habe Ziele, ich möchte was tun. Und deshalb da auch die abschließende Frage, welche Ziele, Pläne hat denn Dominik Hofer für sich, sein Geschäft, sein Leben für die nächste Zeit? Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde sie ganz kurz und knapp mit auch der Sache beantworten, die mir wirklich am wichtigen ist. Also für mich hat dieser Punkt von Freiheit
so ein großes Standing. Ne? Mir geht es halt nicht primär um das, dass ich jetzt ultra viel Schotter verdiene. Ne? Oder vielleicht die größte Agentur mit den besten Teams ab und die brutalsten Resultate abfeiert. Ne? Also natürlich, Performance muss passen, das ist klar. Aber ich habe irgendwie gesehen, dass die wahren Momente, ne, die geilen Erlebnisse, was du wirklich hast, weil du leben darfst, so, ne, passieren irgendwo, wenn du unterwegs bist. Also ich habe so tolle Momente und auch Feelings, der Vibe, wenn du unterwegs bist, ne, wenn du irgendwo aufstehst und, keine Ahnung, aus dem Fenster siehst, Meer mit Palmen, ne, und das für 3 Monate. Das gibt mir halt das Gefühl, dass ich mich wirklich halt angekommen fühle, wahrnehme oder was auch immer. Ne? Also dieser Punkt von Freiheit ist für mich das Allerwichtigste. Das heißt, ich versuche halt mein Geschäft und auch mich selber so aufzubauen, dass ich jetzt bestimmt die nächsten paar Jahre herumreise, ne? Vielleicht ein paar Monate in Österreich bin mit meiner Family, weil das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber grundsätzlich war halt der Gedanke mit der Agentur, mit den Online-Shops oder was es dann auch immer ist, ne, mir den Unterhalt so finanzieren zu können, dass ich von jedem Ort auf der Welt einfach problemlos und ein cooles Leben haben kann. Und das kannst du auch jetzt schon, oder? Das stimmt, ja. Okay. Das heißt, was steht noch aus, bis du es umsetzt? Tatsächlich nur einen Monat. Also ich war jetzt eben, wie gesagt, den ganzen Sommer unterwegs. Bin jetzt noch kurz bei meiner Family. Und dann wissen wir nicht genau, wo es hingeht. Ne? Vielleicht mal ein bisschen Fernost oder so. Also haben noch keinen konkreten Plan, aber bis Mitte, Ende Oktober bleiben wir circa hier. Und ja, dann mal sehen, was uns hintreibt. Und dann gehst du mit deiner Gang, von der du vorhin gesprochen hast, mit deinen Jungs und Mädels, ja. Die zieht ihr dann los und lebt den digitalen Nomaden-Lifestyle. Sehr schön, das freut mich, Dominik. Richtig cool. Abschließende Frage. Wofür kann und darf man dich denn buchen? Insofern, dass, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, boah, Dominik ist ein sympathischer Kerl, ich würde gerne mit ihm arbeiten. Was ist gerade deine Kernexpertise im Agenturgeschäft? Ja, also definitiv Facebook und Instagram jetzt noch immer. Ne? Ja. Für welches Thema konkret? Sagst du Gott und die Welt oder hast du da Favorites? Eher E-Com, ne? Aber wir haben auch extrem viele Lead-Funnels. Also bin eigentlich omnimäßig ein bisschen aufgestellt, aber eher Lead-Funnels, ne, aller Art und eigentlich vorwiegend E-Commerce. Genau. Cool. Wenn wir vom Thema Lead-Generierung sprechen, was hast du da gerade für coole Fälle vorzuzeigen? Also musst nichts Konkretes nennen in Form von einer Firma, aber irgendwas, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, das hast du geknackt. Ja, wir haben jetzt coole Sachen für Vermögensverwaltungen und Casinos tatsächlich. Ne? Also das sind wirklich spannende Sachen. Ne? Auch mit dieser EMR oder so, mit den ganzen Zertifizierungen auf Facebook, ne, ist dann wieder ein ganz anderes Level irgendwie, so wie wenn du mal also diese Prüfungen einleitest und dann mal ein bisschen in diesen rechtlichen Prozess irgendwie reinrutscht und so, ne, dass sie nicht mehr Ad schalten dann praktisch, da musst du dann die ganzen Bewilligungen, Dokumente und Zertifikate und so hochladen und das ist eigentlich relativ spannend und auch der Punkt, wir sind ja Preferred, ne? Also ich glaube vor einem Dreivierteljahr oder sowas haben wir ja den Preferred-Status erhalten und da arbeite ich jetzt mit meiner Key-Account-Managerin zusammen, ne, und genau diese Cases irgendwie ein bisschen leichter zu durchleuchten, nicht, dass der Account einfach gesperrt wird, ne, und du einfach nie wieder schalten kannst und dann das private Profil, was halt jeder kennt. Also das ist eher gerade ein paar richtig geile Sachen, mit denen ein bisschen zusammenzuarbeiten, ne, die Accounts auch wieder frei zu bekommen und einfach Sachen schalten zu können, die was du halt so nicht kannst oder halt sehr, sehr problemverbunden sind. Genau. Crazy. Das ist cool, dann wissen wir da Bescheid. Dominik, ich werde dich verlinken unten oder deine Mail unten reinpacken. Meldet euch gerne bei ihm. Dominik, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dafür, dass du deine Story mit uns geteilt hast. An der Stelle liebe Grüße. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.